fahren kann. Nach Süd bis Saint-Tropez. Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, vor einigen Monaten habe ich bereits auf die Hilf mir Rapperin schlechthin reagiert, und zwar auf Pissy Elliot. Pissy Elliot ist richtiger Scheiß, da wird euch eins verdammt heut. Ja. Das war Eminem und Tupac in einer Person quasi. Allerdings, meine lieben Freunde, heute reagieren wir auf das Video The Return auf Pissy Elliot, Burgerbude statt Rap-Business. Bevor wir uns das Video allerdings angucken, schauen wir erstmal kurz in die Kommentare. Will ich das sehen? Nein. Muss ich das sehen? Nein. Mache ich es trotzdem? Ja. Will Rapperin sein, aber kann sich keine zweite Jogginghose leisten. In Germany we say menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Unnötig wie ein Fundbüro in Polen. Ich bin vor Fremdscham fast gestorben, Alter. Achtung, eine Durchsage, meine Damen und Herren. Das Niveau wird in den nächsten 13 Minuten tiefer als die Titanic sinken. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja. Also, wir gehen wieder mit den höchsten Erwartungen in die heutige Reaction. Hast du noch nie eine Frau beim Müll sammeln gesehen? Hey, du bist doch Pissy Elliot, oder nicht? Nee, Pissy gibt's nicht mehr. Wie Pissy gibt's? Pissy gibt's nicht mehr? Das war doch das Sternchen am Star-Himmel der Rap, Genau. Du bist so ein bisschen aus dem Internet, die so voll krass rappen kann und so und alles. Andrea Berg, Helene Fischer sind alles nur erbärmliche Pisser. Ja, klar, die kann echt super rappen. Pissy war einfach keine Zeit mehr. Ich muss jetzt hier in den Burgerladen jobben, mich ein bisschen Kohle verdienen kann, okay? Oh. Pissy hat kein Geld mehr. Sollen wir mal eine Spendenaktion starten für Pissy Elliot? Also klar, Klimaschutz und so ist wichtig, aber Pissy Elliots Rap-Karriere geht halt klar vor. Ich hatte eh nie viele Fans. Du hast keine viele Fans? Was erzählst du da? Du hattest 500 Fans. Ja. Was erzählst du da? Du hast nicht viele Fans, du hast 500 Fans. Auch krank, dass er genau weiß, wie viele Fans sie hat. Ich weiß, wie krass oh mein ist Gott. Das denn? Das ist sie. Fame. Ja, du hast Fame, Mann. Du bist lieber krass, Mann. Er hat ihr ein Video von ihr selbst auf einem Handy gezeigt. Und jetzt denkt sie, oh mein Gott, ich bin ein Fame! Alles klar. Geil, ey, ich brauch das gar nicht. Ich brauch das hier gar nicht mehr. Was? Dieser wildfremde Typ kommt halt wirklich einfach an, sieht Pissy Elliot beim Müll aufsammeln, sagt ihr, ey, du hast 500 Fans, Digga, guck doch hier das Video. Sie sieht das Video und denkt sich, ja, Mann, jetzt bin ich ja echt, also jetzt muss ich ja wirklich hier nicht mehr... Genau. Ich bezahle dich nicht, um hier Pause zu machen, sondern hier, um sauber zu machen. Das ist du überhaupt, ganz ehrlich, ey, wer denkst du, wer du bist, ja? Ja, was soll er denn denken, wer ist? Ich glaube, der ist dein Chef. Dreck und Check, Pissy Elliot ist weg. Das ist ja wohl das Letzte. Ja, ja, du scheiß Mann. Bam, 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 Mann. Weißt du was hier? Kleine Bitch. Sie beleidigt einfach ihren Chef, der ihr einen Job gegeben hat. Und sagt so, schmeißt du den Müll dahin, sagt sie, hey, Pissy Elliot is back. Bevor wir uns Pissy Elliot gleich weiter anschauen, möchte ich euch allerdings wieder ein Bild auf Instagram zeigen, auf dem ich markiert wurde. Und zwar ist es das hier von YouTube-MemesXD. Ich sehe nichts mehr. Luca23 steht bei Ebbe an der Nordsee. Also wenn ihr Bock auf mehr solcher Memes habt, folgt auf jeden Fall dieser Seite hier auf Instagram und verlinkt mich auf euren Bildern, wenn ihr in der nächsten Folge einen Shoutout bekommen wollt. Ehre. Bis hier draußen sauber machen? Nein. Ja, ich will Geld und Fame. Pissy Elliot is back, ihr B***. Das ist meine Lieblingsrapperin. Du bist wirklich mein Idol, Pissy Elliot. Wir sind heute Abend im Park, so einem Stadtpark, am Skaterpark, um 18 Uhr. Wenn du willst, kannst du vorbeischauen. Für Lena alias Pissy Elliot ist klar, sie will als Rapperin groß rauskommen. Man kann nach Süd bis Saint-Tropez, München, Miami, dann San Moritz, wir wollen dann hier. Ey, Carina, du B***, du brauchst es doch auch. K1 ist in der Haus, ein Pissy Elliot. Da muss ich mal ganz schnell los. Wenig später. Die Jungs wollen über Pissy Elliot an K1 rankommen. Die 18-Jährige tappt in ihre fiese Falle. Warte! Die... Die... Diese komischen Jungs, mit denen sie sich jetzt da trifft, die wollen über Pissy Elliot an K1 rankommen? Das könnte natürlich auch sein. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich Multimillionär, Digga? Ey, du studierst Mathe, yo, ich studier. Ich laufe in die Disco rein, jeder Blick trifft mich. Das geht ab, ey.
So hänge ich nach jeder Hilfe-Reaction überm Klo. Yo, alles fit? Auch krasser Fan von dir, das ist der Ben. Was geht ab? Ich hab dein Video gesehen, das war voll krass. Echt? Richtig krank. Hey, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, muss, ne? Ja, ey, hör mal zu. Wie bist du so zu K1 gekommen und den Kontakt zu nehmen? Das ist krass. Okay. Also die erste Frage, die sie direkt stellen, ist, hey, wie bist du eigentlich an K1 rangekommen? Und macht K1 eigentlich noch was? Ja, nee. Okay, Warren hat meine Videos gesehen, ne? Und dann fand er mich so krass, dass er mich direkt angerufen hat. Was? Also, ich bin das komplette Gegenteil eines K1-Fans, aber er, der hat doch nicht Pissy Elliot angerufen. Also, ich hätte wohl Bock, was zu rauchen, ne? Ja. Hast du was dabei? Nee, gerade habe ich nichts dabei, ne? Wie, du hast nichts dabei? Du bist doch Gangster-Rapperin, du musst das dabei haben. Ja! Gangster-Rapperinnen, die müssen immer müssen die Drogen dabei haben. Bad Bear, der hat immer was dabei. Boah, hast du gehört? Bad Bear. Bad Bear ist der krasseste Rapper aller Zeiten. Ah, ja. Er trägt eine Maske und schreibt im Gegensatz zu dir auch seine Texte selber. Oh, jetzt ist hier ein bisschen eine giftige Stimmung gerade aufgekommen, oder was? Ja, wenn er so gut ist, dann können wir uns ja hier mal treffen irgendwie oder so, und dann will ich mal Rap Battle. Pissy Elliot will ein Rap Battle. Gegen diesen Bärkuppel da von denen. Also, okay, ich bin gespannt. Am nächsten Tag. Pissy braucht dringend Geld und will es im Burgerladen nochmal versuchen. Hä? Die braucht Geld, weil sie ja das Marihuana, glaube ich, da mitbringen soll zum Rap-Battle, oder? Was machst du denn hier? Oh. Haben wir das Hausverbot raus hier mit dir. Oh. Aber ganz schnell. Beruhigen Sie sich erstmal. Sie möchte wieder hier arbeiten. Sie will eine zweite Chance. Und um ehrlich zu sein, können Sie sie doch wirklich gut gebrauchen. Nee. Was? Warum setzt sich denn die Kollegin auf einmal so für die ein? Hä, ich check hier gar nichts mehr. Gestern der Abgang hier, raus mit dir, komm. Erst willst du, Oha. Ja, ja komm hier. Ja, ist mir doch scheißegal. Alter, ja, die beleidigt wieder. Sie hat halt, warte. Sie hat auch, glaube ich, nur Socken an, oder? Boah, meine Karriere wird sowas von steil nach oben gehen, ey. Ja, und dieser scheiß Burgerladen ist sowieso noch was für Loser, ja? Okay. Ja, wann kommt denn jetzt das Rap-Battle zwischen Pischi? Ich kann schon nicht mehr reden, wenn ich mir diese Kacke hier mal anschaue. Das ist überhaupt nicht mein Style. Das ist nicht Pissy Elliot. Mhm. Du bist also Bad Bear. Das ist der Bär. Pissy Elliot gegen den Bären-Rap-Battle. Los geht's! Du kleine Kasper, wegen dir ist mein Nachbar immer wieder Wasser. Du brauchst ein Image? Okay, dann kriegst du jetzt eins. Wegen dir hab ich keine Zeit. Gibt's deinen Körper schon von dem verhitzten Stoff her? Deshalb hab ich die Ticker an den Blocks vermehrt. Ja, ich bin gespannt, wie Pissy Elliot diese geistige Finesse kontern kann. Ich bin auf der Yacht mit den Models, packe die Models. Deinen Abschluss, du Trottel. Was studieren Paparazzis hier? Ich hab bei Lothar seine Ex-Tag serviert. Self-Made-Millionär. Bin ich in Kabal? Wartet mal, hier ist eine Umfrage. Wer ist krasser? Ich würde sagen Bad Beer. Oh. Ja. Hat Pissy es immer noch drauf? Sie hatte es nie drauf. Ich muss sagen, so schlecht ist die ja gar nicht. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt viel mehr Bock habe? Ich habe richtig Bock, einen zu hoch. Und hast du ein bisschen am Start? Oh. Die fragen sie jetzt nach Marihuana. Und ich glaube, dass Pissy Elliot nichts dabei hat, weil sie ja pleite ist. Ja, ich wollte ja was besorgen und mitbringen. Aber hier ist ja gerade alles tot. Denn war das. Der ging nicht. Was soll ich dann machen? Ich habe einen Produzenten. Ich werde meine erste Platte raushauen. Und ich kenne mich sehr gut in diesem Business aus und ich kann dir sehr viel beibringen. Boah, krass, ey. Pissy Elliot kommt da an, rappt gegen so einen Bären und dann sagt der Bär nachher, ey, du bist ja gar nicht so kacke, aber jetzt lass mal einen rauchen. Und dann sagt Pissy, ja, ich habe aber nichts dabei. Dann rastet der Bär richtig aus, aber dann sagt er, ey, ich gehe jetzt aber bald ins Studio und bringe meine Platte raus und ich kann dir wirklich was beibringen. Und die Reaktion von Pissy Elliot ist einfach... Boah, krass, ey. Ja. Ich will mir das gar nicht weiter anschauen. Ja, komm, noch eine halbe Minute.
Oh mein! Hey, stopp. Was ist los? Keiner zieht meine Maske ab. Was ist denn? Ich hab einfach noch nie mal mit einer Maske gesehen, okay? Wie? Das war alles vor 2 Jahren. Alle, die mich ohne Maske gesehen haben, sind tot. Wie? Ich hatte keinen Bock mehr, mit diesem komischen Clowns-Verein da auf dem Skateplatz anzuschauen und habe halt vorgespult zu der nächsten Szene, wo man Pissy Elliot allein mit diesem Bären gesehen hat. Dann küssen die auf einmal rum auf dem Bett und jetzt will sie die Maske von dem Typen abziehen, aber er sagt, nein, man zieht meine Maske nicht ab. Alle, die abgezogen haben, sind jetzt tot. Völlig normal. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch diese Hilf mir Reaction von mir hier mal wieder gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, auf welches Video ich als nächstes reagieren soll. Abonniert meinen Kanal, damit ihr das dann nicht verpasst. Und jetzt kommt das Outro.